So Leute, und weiter geht's. So, wir haben einiges gebaut, was ihr natürlich nicht gesehen habt. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht immer nur spielen und sammeln müssen. Und ihr seht keinen Fortschritt. So, wir haben unsere Wasserspender. Wasserspender sind die hier drüben. Das sind unsere Regensammler. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die hier bauen. So haben wir nämlich immer wieder Wasser. Muss natürlich regnen. Es regnet jetzt auch nicht wirklich so oft. Dann haben wir unseren großen Grill. Können wir natürlich dann gleich dreimal den Fisch braten auf einmal. Und haben jetzt nicht wie vom Kleinen, da war ich glaube immer nur ein Fleisch, was wir drauf machen können. Ich glaube irgendwie sowas. Haben unseren Steg erweitert. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das in der letzten Folge schon hatten. So können wir jetzt dann die Treibsachen, die hier rumtreiben im Meer, schnell mit hinlaufen, aufsammeln, besser gesagt, den größten Teil. Dann haben wir unsere Ressourcensammler. Sind natürlich auch cool, weil wenn nämlich hier Kisten kommen, die bleiben hier drin hängen. Wenn das hier voll ist, es kommt wieder eine Kiste, bleibt es nämlich hier hinten hängen. Also da werden wir auf jeden Fall noch mehr bauen müssen. Kostet natürlich aber halt auch sehr viele Ressourcen, die wir erstmal sammeln müssen. Das meiste, was wir auf jeden Fall immer brauchen, sind diese Seile. Wo wir natürlich dann auch viel Seetang hier immer sammeln müssen. Und das habe ich natürlich alles hier oben in meinem Lager. Wir haben hier Essen. Ich habe die Kisten beschriftet. Essen, Holz, Holz. Da können wir eigentlich mal wieder einen Teil reinhauen, dass unser Inventar hier leer wird. Essen habe ich nichts zum rüber. So, was haben wir hier? Nägel. Also, ihr seht, ich bin schön am Sammeln. Stoff ist voll. Stoff ist voll. Da haben wir sonstiges Zubehör. Unsere Signalpistole. Da hatte ich am Anfang Angst, wo sie rot war, dass ich damit nämlich nicht mehr schieße. Ihr bekommt die irgendwann wieder in eine Kiste. Ja, also ich hatte auch schon Angst, aber da müsst ihr euch keinen Kopf machen. Das ist auch voll. Hier haben wir Seetang. Den können wir hier noch voll machen. Das andere haben wir jetzt einfach hier drüben mit rein. Seile haben wir momentan genug, 42. Ja, die Signalpistole findet ihr dann irgendwann wieder in so einer Kiste. Also, wie gesagt, schießt, wenn ihr es braucht, da wird euch nichts passieren. Ja, für was brauchen wir diese Signalpistole? Wegen dem Händler, dass der anhält. Dann habt ihr ja noch, dass Schiffe oder Flugzeuge an euch vorbeifahren oder drüber fliegen. Und wenn ihr mit der Signalpistole schießt, werfen die eine besondere Kiste nämlich für euch ab. Oh, da ist der Hai. So, da ist es auch so, ich habe meinen Metallspeer. Drei Stiche und der Hai ist tot. Somit habt ihr nämlich euren Haikopf und Haifleisch. Schafft ihr aber nur mit diesem Metallspeer. Also wenn ihr den Holzspeer habt, das wusste ich am Anfang ja auch nicht, das wird ja auch nicht wirklich so richtig erklärt. Da könnt ihr auf ihn stechen, nur dass er euer Boot in Ruhe lasst. Aber ihr werdet nichts vom Hai bekommen. So, und hier haben wir zum Beispiel Haifleisch. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe nämlich hier unten auch ein bisschen was drin. Da ist unser Haikopf. Das Haifleisch haben wir nämlich gerade auf den Grill geschmissen. Essen, das können wir mal rüberholen. Sind nämlich 9 Mahlzeiten. Trinken, wie gesagt, haben wir momentan genug. Da haben wir ja auch noch Stoff. Das sind jetzt erstmal meine Notfallkisten. Hier haben wir sogar Fischfett. Ich weiß gar nicht, was oder wie ich das bekommen habe. Ich hatte auf einmal dann diese Dinge hier voll. Ja, hier haben wir auch noch Kisten. Das sind, wie gesagt, erstmal meine Notfalldinger. Ich werde im Laufe der Zeit immer dann alles nach oben bringen, schön sortieren. Metallangel habe ich auch. Können wir natürlich viel mehr angeln. Und dann gibt es ja noch diese berüchtigten Kugelfische, oder wie die heißen. Leute, ja, nicht essen. Zieht euch verdammt viel an der Gesundheit, aber ich hatte schon Angst, dass ich sterbe. So. Also, Wasserspender. Wir werden aber aus unseren Regensammlern erstmal trinken, damit unsere Wasserspender voll bleiben. So. Schaut euch an, wie schön das ist. Wir müssen innen kein Wasser mehr kochen. Also, jetzt erstmal. Ich habe natürlich immer noch 5 hier stehen. Ihr seht, die sind auch voll.
meine Notfallbehälter. Aber ich hoffe, dass es auf jeden Fall immer wieder regnet. So, jetzt werden wir mal schnell was essen. Was mir natürlich noch nie aufgefallen ist, das hat mein Sohn mir gesagt, wir haben, oh, neuer, wir haben ein neues Level erreicht, Level 22. Erstens einmal können wir unsere Ansicht von außen umschalten. Boah, das ist mir neu. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das damals gemacht habe. Aber ihr seht, wir haben ja eigentlich nichts an. So, jetzt zeige ich euch mal was. Okay, müssen wir so machen. Da habe ich wirklich nicht drauf geachtet. So, und jetzt passt mal auf, wenn wir das Wasser auffüllen. Wir haben einen Pullover an. Weil ich sage, mein Sohn, Papa, schau mal, du bist ja, hast ja eigentlich nichts an, aber hier hast du ein T-Shirt. Dann denke ich mir, boah, das ist mir noch nie aufgefallen. Wirklich so. Beim Händler kostet ja, kosten die Klamotten, oh, jetzt komme ich nicht hoch. 5000 Muscheln. So, jetzt sind wir oben. Hai ist ja, glaube ich, momentan nicht da, weil wir ihn getötet haben. Der kommt aber dann im Laufe der Zeit wieder. Ach, ich will doch nicht den Eimer ausschütten. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man den Eimer noch angeweht hat. So. Ja, was wollen wir denn jetzt bauen? Wir schauen jetzt mal ganz, ganz kurz. Wir haben einen Pinsel. Dann können wir Farbe. Was ist denn ein Weihnachtsstern? Das habe ich ja noch nie gehabt. Achso, die können wir bestimmt anpflanzen hier. Kokosnuss. Genau, ich habe nämlich hier mein Beet gebaut. Jetzt muss ich mal gucken. Die Erde war nämlich hier drin. Und unsere Samen. Wo hatte ich jetzt noch sonstige Kiste? Das hatte ich doch hier auch, oder? Ne, das war nur Erde. Ganz kurz nochmal ins Inventar reingehen. Kohlsamen. Genau, das werden wir jetzt einfach mal anpflanzen hier. Ach, jetzt habe ich schon wieder mein Wasser ausgeschüttet. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht immer meinen... oder müssen wir erst die Samen reintun? Wie war das? Ah ja, erst die Samen. Mal gucken, ob jetzt das mit der Erde geht. Okay, brauchen wir die Erde vielleicht gar nicht. Bei unseren Kürbissen haben wir aber die Erde gebraucht. Das habe ich natürlich noch gar nicht ausprobiert. Da schnell die Kisten hier mitnehmen. Das ist halt wirklich ganz schön stressig, wenn man die Ressourcen nämlich haben möchte, dass man auch schnell an die Kisten hier kommt. Okay. Wie funktioniert das mit den Kohlsamen? Das weiß ich nicht. Jetzt probieren wir es halt einfach mal so. Wir können die nicht gießen. So, hauen unsere Samen mal raus. Dass wir hier mal wieder Blatt schaffen. Die Erde. Jetzt warte mal. Essen haben wir eigentlich momentan genug hier. Können wir das eigentlich auch mal rausschmeißen. So, was haben wir noch? Unsere Leuchtpistole nehmen wir mal mit. Falls jetzt mal ein Schiff kommt, dann kann ich euch das nämlich zeigen. Oh, da ist ein Flugzeug. So, schaut hin. Und somit schmeißt er nämlich hier die Kiste ab. Okay, die werden wir auf jeden Fall behalten, weil ich nicht weiß, wann der Händler kommt. Schrott. Seetang ist voll. Also ich habe wirklich mein schönes Lager hier oben aufgebaut. So. Oh, da ist die Kiste. Also das seht ihr. Das kommt aber wirklich nur, wenn ihr mit der Leuchtpistole hier hochschießt. Wenn ihr das nicht macht, fliegen die ganz normal an euch vorbei und ihr bekommt nichts. So, schaut hin, da haben wir zum Beispiel Dosennahrung, Wasserflaschen. Kohl haben wir bekommen. Karotten. Und beim Schiff ist es genauso. Also da bekommt ihr meistens auch so Samen und so weiter. Was ihr in diesen Kisten ab und zu, glaube ich mal, bekommt.
bekommt ihr von den Schiffen eigentlich in jeder Kiste, die ihr diese für euch hier bereitstellen. Das sind halt alles solche Sachen, wo man am Anfang, ja, leider halt nichts vom Spiel erfährt. Ja. Das müsst ihr dann alles im Laufe der Zeit hier selber rausbekommen. Genau wie... wieso geht jetzt mein Fass? Achso, es geht hier rein. Sachen zerstören könnt ihr zum Beispiel mit der Axt. Es wäre schön gewesen, finde ich, wenn wir Sachen drehen könnten. Weil wenn ihr jetzt mal schaut, unsere Wasserspender stehen hier leider irgendwie alle falsch rum. Aber das können wir nicht ändern. Wenn wir die hier bauen, bleiben die so. Also das wäre cool, wenn wir die jetzt drehen könnten. So, jetzt lasse ich mich mal ganz kurz gucken. Ich probiere das jetzt nochmal. Wir haben ja... Ah, schaut hin. Also wir brauchen rein gar nichts. Der wächst so. Sehr cool. Also Kohl, Karotten hier rüber. Trinken, aber schaut an, 27 Wasserflaschen, wir haben wirklich genug. Also, die müssen wir ja behalten, zwecks Händler. Die Erde hauen wir jetzt mal raus. Unseren Stoff, okay, Stoff ist auch voll. Und die Nägel. So, hier oben, neu gebaut, mein Schlafzimmer. Da haben wir jetzt auch so Gegenstände, die wir jetzt zum Beispiel vom Händler gekauft haben. Drucker, Batterie und Mikrowelle, glaube ich. Regenschirm. Wir können uns sogar schlafen legen. Jetzt macht er kurz die Äuglein zu. Survive. 25 Days. Okay. 25 Tage haben wir überlebt. Läuft recht gut. Und ich denke mal, wir werden auch jetzt hier normal überleben. Wir haben jetzt genug Wasser. Wir haben wirklich genug Essen. So, schaut euch das hier an. Haben wir noch einen Fisch hier drin? Nee. Jetzt gucken wir mal ganz, ganz kurz in unserem Bauplan. Okay, das nehme ich schnell mit. Und das ist nämlich das. Wir wollen irgendwas machen, dann sehen wir, dass die Sachen hier so nah bei uns sind. Dann rennen wir eigentlich wieder dorthin. Und holen uns lieber erstmal das. Also wir kommen wirklich, das ist der Nachteil im Spiel, zu nicht wirklich irgendwas, was wir machen wollen, weil die Ressourcen trotzdem im Laufe der Zeit schnell ausgehen. So, lass mich mal gucken. Das ist neu. Geländer, Teppich, eine Uhr. Oh, warte mal, was können wir mit dem Ofen hier machen? Müssen wir mal gucken. So, ihr seht ja, Hydrophäe bei Level 23, Level 25. Also Level 25 scheint unser letztes zu sein. Da sind wir jetzt eigentlich recht gut dabei. Watermaker. Wir können Wasser selber herstellen. Okay. Das schnell mit weg. Was haben wir sonst noch? Und dann haben wir ja noch unsere Entwürfe, die wir zum Beispiel auch jetzt vom Händler kaufen. Bretterstoff, Seil. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Dann haben wir hier unseren Inselscanner. Ah, das ist natürlich interessant. Inselscanner. Was ich natürlich noch nicht weiß, mit unserem Boot. Wir brauchen... Warte mal, das nehmen wir schnell noch mit. So, wir brauchen einen Frachtbrief. Wo kriege ich diesen Frachtbrief her? Weiß ich nicht. Und wo wir dann schon wieder beim Thema sind, zwecks der Erklärung vom Spiel. Ja, weiß ich. So, schauen wir nochmal ganz kurz in die Entwürfe hier. Also, wir haben einen Inselscanner. Mikrowelle haben wir, Drucker haben wir, Regenschirm haben wir. Also, Monitor, Funkgerät brauchen wir noch. Wir können uns auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön einrichten hier. Da haben wir sogar Vorhänge. Wow. Eine Holzplattform. Fenster. Klopapierhalter. Nee, ein Fernseher. Genau. Lift-Button. Wieso können wir einen Lift einbauen? Ja. Cool. Aber jetzt warte mal, wegen
Schaut aus wie so eine Skischarte. Was haben wir hier? Fenster. Das schaut ja eigentlich fast genauso aus. Was wollen wir jetzt bauen? Genau, hier sind diese Ressourcensammler. Und da braucht halt einer, schaut hin, schon 12 Seile. Das ist natürlich schon wirklich krass, ja. Dann haben wir hier Fischtrophäe, Palmenpflanzkasten. Also seht ihr, das sind ja alles solche Sachen, dass ich ja noch nicht wirklich gebaut habe. Aber wenn wir jetzt mal hier schauen, Geländer, das hatten wir doch in den Entwürfen jetzt. Ne, das war hier in Standard drin. Die Piratenflagge ist mal cool. So, also, wir haben ja wirklich das meiste schon freigeschaltet, wie gesagt, bis auf diesen Entwürfen. Kann auf der Insel gefunden werden. Und da ist halt jetzt die Frage, wie komme ich an diesen Frachtbrief? Wir probieren auf jeden Fall mal, ob wir jetzt irgendwie diesen Inselscanner dann mal bauen könnten. Jetzt warte mal, wir haben ja unsere sonstigen Teile. Da haben wir nichts. Wir nehmen jetzt mal die Sachen mit. Die, was wir hier oben haben. Also Mikrowelle, Regenschirm. Für was natürlich jetzt diese Batterie hier ist, weiß ich auch nicht. Jetzt müssen wir dann sowieso erstmal wieder. Das tun wir alles mal hier raus. Platz machen. In unsere sonstige Kiste. Heuköpfe können wir nämlich zusammenbringen. Die Erde. Munition lassen wir hier. Die Sachen, wie gesagt, bleiben auch hier. Schrott. Okay, Stoff ist voll. Das tun wir jetzt mal raus. Unsere Nägel. Also im Laufe der Zeit wissen wir ja ungefähr, wo was in unserer Kiste liegt. So, das dauert noch ein bisschen. Da die Sachen raus. So, wenn wir hier die Sachen raus tun, können wir schon wieder eigentlich unser Inventar leeren. Jetzt nur mal hoffen, dass der Händler, was ich auch gelesen habe, der Händler kommt, was hat einer geschrieben, um 9 Uhr? Nee. Also der ist immer unterschiedlich, wann der kommt, finde ich. Also ich habe jetzt noch nie auf eine bestimmte Uhrzeit geschaut, aber nicht, dass es jetzt hier eine bestimmte Uhrzeit gibt, wo der kommt. Man erkennt ja sowieso hier oben das Symbol. So, wie gesagt, da könnten wir auch mal wieder zusammenfassen alles, dass wir hier Platz bekommen. Überall haben wir hier Bretter. Ja, komm, jetzt einfach mal raushauen, dass wir hier Platz kriegen. Stoff, das. Seetang. Wichtig für unsere Seile. Die braucht man nämlich wirklich sehr, sehr oft. Das muss ja alles hier zusammenhalten. Irgendwas drin? Nee. Kommen wir an die Kiste. Schnell hinspringen. Wieder zurück, bevor unser Hai kommt. Ich habe das letzte Mal auch beim Händler, waren die Haiköpfe so angesagt. Ein Haikopf, 22 Muscheln. Also das ist schon wirklich sehr, sehr wenig. Lass mich mal gucken, wo war der Entwürfe? Also Monitor und Funkgerät brauchen wir noch. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe das einmal beim Händler gesehen. Da hatte ich aber, glaube ich, keine Muscheln mehr. Kann auf der Insel gefunden werden. Dieser beschissene Frachtbrief. Ich kann euch das nicht sagen, wie wir an diesen Frachtbrief kommen. Ich denke mal, wir brauchen den Monitor und Funkgerät. Ja, das könnten wir nicht selber entwickeln, also bauen. Oh, der Hai ist da. Schon wieder. Da haben wir unseren nächsten. Oh, geh raus aus dem Wasser. So, wie gesagt, drei Stiche und weg ist er. Da ist
eine Kiste. Schnell mitnehmen. Also jetzt schaut man, was jetzt hier Kisten kommen würden. Da ist das Schiff. Oder mal, da könnte man. Problem ist natürlich, wenn wir jetzt. Komm, wir machen es. Okay, das war unser letzter Schuss. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt eine neue bekommen. Bevor unser Händler kommt. Palmensamen. Nö. Jetzt warte mal, wir müssten wieder was trinken. So, das machen wir hier als unsere Regenwassersammler. Und das ist halt cool. Also wir müssen nicht mehr Wasser schöpfen, reingießen, anzünden. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir die Kiste vom Schiff nicht verfehlen. Komm rein. Ist trotzdem erstmal unser Inventar ausleeren. Wenn das Schiff hupt, hat es auf jeden Fall die Kiste ins Wasser geschmissen. Warte mal, das Haifleisch tun wir jetzt auch raus. Wir brauchen. Scheiße, eine Signalpistole. So, jetzt kommt die Kiste. Da ist sie. Ich habe jetzt auch schon lange kein Seil und Haken mehr benutzt. Wie gesagt, das Zeug kommt ja eh alles hier zu mir. Und warum soll ich da jetzt hier Seile und so weiter opfern, wenn eigentlich wirklich sau viel bei uns vorbeischwimmt? Boah, Inventar voll schon wieder. Schnell ausleeren. Da ist eh alles frei. Okay, dann lassen wir die Sachen jetzt einfach mal hier unten. Da ist auch voll. Wo ist die Kiste? Hä? Ach, da ist sie. So, habt ihr gesehen? Wir haben jetzt hier zum Beispiel schon viel mehr Samen bekommen, wie aus diesen Kisten. Das ist natürlich blöd. Wir haben keine Signalpistole mehr. Jetzt wäre es natürlich ärgerlich, wenn jetzt der Händler auftauchen würde. So, jetzt holen wir mal das ganze Zeug hier raus und werden mal. Jetzt werde ich aber trotzdem mal. Also, den Haken brauchen wir. So. Dass wir jetzt trotzdem mal hier Sachen holen. Auch wenn jetzt gesagt hat, ich habe es lange nicht mehr benutzt. Ja, wir brauchen eine Signalpistole. Jetzt haben wir hier Stoff, jetzt einen Schrott. Okay, die Bretter lassen wir jetzt mal. Da haben wir ja sowieso fast zwei Kisten oben voll. Ich würde ja lachen, ich sag's noch und jetzt bekomme ich keine Signalpistole mehr. War auch keine dabei. So, wenn wir natürlich unseren Steg noch weiter bauen würden, könnten wir so viel Kisten hier einhamstern. Das gibt's ja nicht. Okay. Ist jetzt voll ärgerlich. Ja, komm zurück. Ich
Ich habe mir jetzt aber auch vom letzten Mal keinen Einkaufszettel, so wie es dann heißt, für 100 Muscheln vom Händler geholt, um jetzt einfach mal Muscheln zu sparen. Aber da könnt ihr nämlich schon von vorne ab die Sachen auf die Seite legen, für die, was der Händler hier Bedarf hätte oder die jetzt zum Beispiel mehr Geld oder Muscheln bringen würden. Wie ist der Zustand von meinem Seil? Wir haben jetzt eigentlich schon wirklich viel. Boah, wir sind erstmal auf gelb. Krass, ich habe jetzt eigentlich gedacht, es geht schneller kaputt. Jetzt werden wir aber dann, glaube ich, eh bald wieder unser Inventar leeren müssen. So, machen wir mal hier einen kurzen Blick auf unser Häuschen. Aber was schon geil ist, ja, Schiffe fahren vorbei mit eurem Leuchtfeuer. Die halten nicht an, die schmeißen euch einfach nur eine Kiste raus. Na? Achso, das kann dann das sein, dass die Kiste hier reingeht. Deswegen können wir sie auch nicht anwählen. Ja, da kommt sie. So, Inventar ist voll. Stellen wir ausleeren. Ist die Kiste leer? Ja. So, ich habe jetzt keine Zeit, alles nach oben zu bringen. Diese Ach komm. Es gibt's ja nicht, dass da jetzt keine mit dabei ist. So, Hai ist auch wieder da. Gibt schon viele Hai hier im Spiel. Ne, ich glaube, das wird bitter für uns. Wir kriegen keine. Ich hatte eigentlich so jetzt eigentlich nie ein Problem. Das ist schon die vierte, glaube ich, die ich jetzt hatte. Also, dass sie, wenn sie jetzt kaputt war, dass ich die nicht gleich bei der nächsten Kiste bekommen habe, das ist mir schon klar. Aber was wir jetzt hier Kisten geholt haben, da hatte ich die auf jeden Fall schon immer dabei. Okay, Stoff hätten wir jetzt eigentlich. Da kommt der Händler. Nein. Ärgerlich. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, was anderes gibt es ja nicht, dass wir auf uns hier aufmerksam machen. Da kommt er angerauscht. Nein. Wir haben keine. Kumpel halt an. Ja, der fährt jetzt voll an uns vorbei. Blöd. 5000 Muscheln. So, Bretter, glaube ich, haben mal ein paar Ressourcen. Sammler hier reinhauen. Was ist das jetzt? Achso. Ich bin ja wirklich gespannt, zeigt, wo sich hier eine Insel befindet. Vielleicht können wir uns dann irgendwann mal diesen. Mal überlegen, ob wir jetzt hier diese Ressourcensammler hier mit einbauen, würde ich schon sagen. So, einmal, zweimal. Genau, jetzt müssen wir nämlich Seile 60. So, bauen.
Aber dreilagig. Sehr gut. So, 1, 2, 3. Da werden wir auf jeden Fall einiges auffangen. Hammer. Jetzt werden wir hier auch noch bauen könnten. Ist okay, wir haben keine Seile mehr. Erstmal schnell unser Essen hier rüber schmeißen. Okay, wir müssen immer wieder was essen und trinken. Ja, trinken geht einigermaßen noch. Also ihr seht schon, Fische sind auch unterschiedlich. Hai zum Beispiel seht ihr plus 75% Nahrung. Das ist natürlich unterschiedlich. Erde. Okay, Stoff ist ja voll. Nägel. Stoff ist voll, haben wir gesagt. Sonstiges haben wir nichts mehr. Metallschrott. Und Seetang haben wir mal. Also ja, okay, da müssen wir halt hier einen holen wegen den Seilen. 75. So, das Zeug können wir schon schnell aufsammeln. Oh, Hai kommt. Also wie schon erwähnt, ich glaube Seetang hier ist die wichtigste Ressource, wo wir am meisten brauchen. Darum schaut wirklich immer, dass ihr den Seetang bekommt. So, schnell zurück. Hier wären natürlich solche Ressourcensammler auch noch von Vorteil. Oder wollen wir hier welche hinbauen? Was machen wir jetzt? Wenigstens natürlich immer wieder mal einen Teil hier auffangen. So, komm her. Hier vorne, ja okay, da ist natürlich ganz, ganz selten was drin. Haben wir noch Fisch, den wir braten können? Nee. Das ist ja alles gebraten. Da haben wir auch noch so viel Stoff. Warte mal, das könnte man eigentlich mal alles nach oben bringen. Stoff ist voll, Schrott. So. Die Nägel, die Eimer können wir hier unten lassen. Den Becher des Holz können wir hochtun. So. Essen, Essen tun wir hoch. Den Haikopf tun wir auch mit hoch. Das sollen ja nur unsere Notfallkisten hier unten sein. Ach so, da haben wir ja auch noch Seile. Da haben wir auch nur Eimer. Das lassen wir auch hier. Sonstiges, sonstiges. Seht schon, da ist wirklich alles voll. Essen, Haikopf. Nüsse haben wir hier. Samen ist voll. Schrott. Da haben wir auch noch einen Wassereimer. Holz, Samen. Haben wir keinen Platz mehr. Also müssen wir das erstmal hochbringen. So, Fisch, Kartoffeln, Nüsse. Boah, Holz haben wir auch um was. So, sonstiges Zeug. Den Leim, die Axt. Wir wollen jetzt erstmal sowieso nichts kaputt machen. Die Seile lassen wir hier. Nägel. So. Essen. Ich glaube, es wäre trotzdem besser gewesen, ich hätte meine Kisten unten platziert und nicht hier oben. So muss ich ja ständig hier hochlaufen. Das sind Fässer. So, jetzt kommt unser Schiff.
Blöd finde ich natürlich, dass dann unsere Ressourcen dann hier unten reinkommen manchmal, wo ich die jetzt eigentlich gar nicht bräuchte. So, lass mich nochmal kurz hier einen Überblick anschauen. Also hier haben wir ja Bretter, Bretter, Stoff, Stoff. Das haben wir jetzt mal hier rein. Stoff, Stoff, Nägel, das Zeug hier. So, Wassereimer, die Sachen lassen wir hier. Oh, ich habe Durst. Habe ich meinen Becher? Ah, jetzt habe ich keinen Becher. Egal. Und eure Gesundheit regeneriert sich ja im Laufe der Zeit. Ich nehme immer mal von jedem was, weil wenn es regnet, füllen sich wenigstens alle wieder gleich, ungefähr gleich auf. Ich finde es halt schade, dass ich euch das jetzt mit dieser Signalpistole hier nicht zeigen konnte, dass wir die bekommen. So, geh rein. Also, schauen wir mal schnell, was wir noch alles so bauen könnten. Da haben wir ein Beet. Was brauchen wir für die Uhr? Jetzt kommt der Hai schon wieder. Da muss man natürlich auch immer ständig auf den Hai aufpassen. Nicht, dass der hier euren Boden kaputt macht. Komm her. Okay. Der schwimmt zu schnell weg, da kommen wir nicht hinterher. Das ist natürlich das Problem, wenn wir dann so viele Kisten aufsammeln, dass unser Inventar voll ist. Jetzt müssen wir auf jeden Fall schnell wieder ausleeren hier. So, Samen. Ah, wir haben sie gefunden. Schaut hin, da ist sie. Genau, also ihr findet die in Kisten. Jetzt hat es halt ein bisschen länger gedauert, wie es eigentlich nicht soll. Aber ihr seht, ihr bekommt die wieder aus diesen Kisten. Ne? So, Essen, sonstiges werden wir auf jeden Fall hier lassen. Jetzt mal trotzdem mal schauen, den ganzen Metallschrott hier rüber. So, mit dem Stoff wird es natürlich so ein bisschen extrem, finde ich. Okay, Holz, Stoff, Lebensmittel waren hier. Unsere Trinkflasche, da haben wir noch rohes Fleisch. Das haben wir auf jeden Fall schnell auf den Grill drauf. Achso, und hier müsst ihr nämlich auch aufpassen. Überdacht euren Grill. Wenn es nämlich regnet, der löscht euch das Feuer. Die müssen natürlich im Freien stehen, ist ja klar, für den Regen. So, Seetang. Okay, du kommst hier rein, das passt. Und der Hai wird auch diese Dinger, denke ich, auch kaputt machen können. Also bis jetzt hat er immer nur so Plattformen von mir beschädigt. Aber ich denke mal, wenn er hier angreift, oder der wird bestimmt hier auch angreifen. Ich hatte zwar noch nicht, aber ich denke, dass es passieren wird, dass das Zeug hier kaputt geht. So, also jetzt schauen wir mal ganz kurz mal nur in unser Baumenü hier rein. Steine. Okay, Steine haben wir bis jetzt halt überhaupt noch keinen gehabt. Jetzt wollen wir mal gucken. Da haben wir Esstisch.
Das ist ja sowieso jetzt erstmal alles notbedürftig, was wir gebaut haben. Im späteren Verlauf werden wir natürlich noch alles viel besser bauen, damit es auch wohnlicher ausschaut. Waschbecken, Toilette. Oh, Willkommensteppich. Ich wollte eigentlich nicht für immer hier bleiben. Haben wir die Weltkugel. Oh, ein Radio. Elektronische Bauteile. Ja, die kann man vom Händler kaufen. Die hatte ich nämlich auch schon gesehen. Was ist so ein Vorhang? Seil. Boah, 6 Seile und Stofffetzen. Doppelbett. Was denn, kriegen wir vielleicht auch mal Besuch? Tja, wir bräuchten natürlich einen Pool. Wow. Okay, es gibt natürlich halt viele Ressourcen, die ich selber noch nie gefunden habe. Also ich denke mal mit dem Ofen, mit dem Schmelzofen, werden wir vielleicht dann hier die Eisenbahn und so weiter herstellen können. So, das Zeug schnell hier einsammeln. Ist ja schon wieder ein Hai hier. Jetzt wäre es natürlich cool, wenn der Händler kommen würde. Ich glaube, heißt noch keiner da. So, da werden wir auf jeden Fall noch den Boden hinzimmern. Ach halt, wir brauchen falsch das hier. So. Müssen wir das jetzt vielleicht trotzdem mal gießen? Ah, jetzt. Okay. Passt. Also, in unserem Schlafzimmer werden wir auf jeden Fall erstmal nichts mehr bauen. Das werden wir so lassen. Es wäre natürlich cool, wenn wir irgendwann hier mal noch einen Fernseher und so weiter bauen würden. Okay. Cool wäre es natürlich, wenn wir die Kisten nehmen könnten und könnten die trotzdem nach unten bringen. Ich finde, das ist jetzt hier ein bisschen blöd gelöst von mir, was ich hier gemacht habe. Tja. Wo wollen wir unseren Bereich hinbauen, wo wir uns dann später wohlfühlen? Ich weiß nicht, ob wir das dann vielleicht hinter diesen Ressourcensammlern bauen. Obwohl, das dürfte eigentlich auch nichts ausmachen, wenn wir das in diesen Bereich hier reinbauen, weil die Sachen schwimmen ja dann unter eurem Floß hier unten durch und werden dann hier in den Sammlern wieder hochkommen. Das muss vielleicht trotzdem hier drüben machen. So halt, wir müssen was essen. Ja. Ich habe ja gar nichts mehr dabei. Da ist es. So, geregnet hat es lange nicht mehr. Also, wir werden jetzt mal hier bauen. Seile brauchen wir natürlich genug. Alle herstellen. So. Es gibt aber auch nicht wirklich irgendwas. Einen verstärkten Boden, was jetzt zum Beispiel den Haiangriff hier also, dass es sich schwerer tut, dass er uns hier den Boden zerstört. Oh, jetzt ist mein Hammer kaputt. Komm her, Kiste. So, wir brauchen Seetang. Da ist der Hai. So, schnell zurück. Ja, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Bin schon weg. Erstmal Seile, was geht.
So. Dass wir wirklich vielleicht unseren Essbereich hier rüber bauen. Hier jetzt Kisten kommen. Nein. Gerade noch so hingekommen. Solange wir hier in der Nähe sind, können wir es ja schnell aufsammeln, dass sie nicht in diese Sammler hier reingehen. So ist dann Platz für was anderes. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Seetang bekommen, 19 Stück. Ja, dann können wir hier weiterbauen. So. Das müssen wir natürlich freilassen, aber das können wir schon machen hier, dass wir hier wirklich jetzt dann im späteren Verlauf Wände hochziehen. Unseren Tisch, den könnten wir ja bauen. Genau, da haben wir unseren Esstisch und bei den Entwürfen kleiner Tisch. Lass mich mal gucken. Ne, das war nur der eine, den wir hatten, aber der reicht ja. So viele Kisten. Nice. Die Bretter nehmen wir mit. Da kommen wir hin. Da werden wir kurz warten. Seile. Achso. Elektronische Bauteile. Ja, wie gesagt, können wir kaufen. Können wir aber auch selber herstellen. So sehe ich das gerade. Da ist der Hai wieder. Unser Kumpel. Boah, schaut euch mal den Kohl an. Achso, warte mal, da ist er da unten drin. Jetzt müssen wir mal schauen. Was bringt der mir zum Essen? Ah, 15 Wasser und 15 Nahrung. Okay, gut zu wissen. Also da müssen wir uns natürlich erstmal dann durchfuchsen. Was bringt uns hier was? Das kann raus. Seetang brauchen wir für die Seile. Metallschrott erstmal gar nicht. So. Also Leute, ihr habt es jetzt mal wieder gesehen. Ich werde jetzt erstmal mal wieder Schluss machen für heute. Wie das Spiel abläuft, ich habe euch ein paar Tipps gegeben am Anfang, was jetzt hier was ist. Oder was man mit was machen kann, was ja natürlich hier nicht wirklich gut erklärt wird. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal nichts mehr bauen. Ich werde jetzt immer mal wieder schön sammeln die Tage über. Und werde mit euch zusammen dann hier unser Überlebensfloß hier aufbauen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe natürlich, ihr seid dabei. Und wünsche nur einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss. So back to what I was saying. Could be us.